Hallo an alle Durchgeknallten da draußen. Willkommen zurück zu GTA Online mit Kimbo, Patrick und Klaus. Moin. Moin. Warum hast du mich mit so viel Abstand moderiert? Hi. Was? War alles geplant. Das ist schon richtig so. Alles geplant so. Er hat mich bestimmt vergessen. Dann drücke ich mal auf Start. Also vergessen würde ich das jetzt nicht nennen, aber... Es war mit Absicht ausgelassen. Ach so. Was? Ach so, na, dann ist ja eine Scherbe. Es war schon beabsichtigt. Ach so. So, ich klopf mal hier an die Tür. Da könnte schon jemand da sein. Ich hab noch ein paar Schüsse in der Brust. Okay. Meine Fresse, ey. Immer diese Leute, die auf Streit aus sind. Jetzt kommt die Mission, der Teil der Mission, den ich am meisten hasse. Na gut, abgesehen von dem, der danach kommt. Hast du ein schönes Dirndl an, ne? Was? Ja. Das ist kein Dirndl, das ist ein scheiß Kleid. Sieht aber hässlich aus, ey. Hast du ein Kleid? Dirndl gesehen, bitte? Wie heißt dieser Typ eigentlich nochmal? Das ist mir eigentlich egal. Mir auch, das höre ich gar nicht zu. Das ist Auftragsgräber. Keine Ahnung. Wir leihen uns etwas von der Regierung, das klingt schon mal gut. Kinderspiel, ihr macht doch mal selbst. Hubschrauber fliegen, oh Mann, das wird jetzt lustig. Ich kann Jet fliegen und Hubschrauber. Außer mit Hubschrauber müssen wir aber hinfliegen, bin ich der Meinung. Wir müssen ja die Harrier finden. Nein, es geht mit dem Boot hin. Ach, das ist das! Zum Boot und dann zum Flugzeugträger und dort. Guck, da kommt wieder die kleine Zicke. Nein, da geht's mit dem Boot hin. Aber fliegt man da nicht die Harrier? Die Harrier ist ja ziemlich einfach zu fliegen. Ach, das ist die Mission, wo man die Hydra klauen muss und so, ne? Und dann abhauen. Oh ja, ich bin getarnt. Geil. Ich bin das schwere Gefecht heute. Egal, ich mache hier jetzt mal das Kommando. Wortloser Pilot. Das passt schon. Ey, das ist gut. Alter, sieht das hässlich aus. Mann. Was denn? Was sieht hässlich aus? Ja, die Gasmaske. Wieder, Aufzug. Hast du gerade den Bug gesehen? Also diesen visuellen, wo du deinen Schlauch so in deiner Brust stecken hattest? Oh ja, das habe ich immer. Was? Welchen Schlauch? Ich fahr wieder Kuruma. Seid ihr auch so lang? Steig. Ja, ne? Ich kann nicht einsteigen. F-Taste, hämmern. Nee. Au. Okay, dann steige ich da ein. Komm. So, ich begebe mich schon mal zum Dingy. Zum Dingy. Guck mal, ja, alles ist das. Nee, wenn ihr nicht hinterher kommt, seid ihr selbst von Schuld. Alle fahren als Team, außer er. Wir kippen seitlich weg, ey. Ja, ich habe ja auch keinen Weg markiert. Ich auch nicht. Ich fahre hier nach Freischnauze. Nach Freischnauze, okay. Upsala. Nach Freiwand. Bam, jetzt habt ihr... Was? Jetzt habt ihr einen Weg. Ey, ich hab doch einen Weg markiert. Hast du gar nicht. Warum geht das weg? Ach, jetzt hat's. Es ging die ganze Zeit weg. Soll umdrehen, sagt das Navi. Aber ich will nicht umdrehen. Ja, du musst einfach nur geradeaus fahren. Guck mal, der fährt geradeaus, der Spacken, der weiß gar nicht, wo es hingeht. Ne, weiß ich auch nicht. Seht ihr nicht die Markierung oder siehst du die nur? Seh ich nur im Wagen. Ist aber auch egal, wir können hier landen lassen. Brauchen wir dann nicht. Ist nur so ungefähre Richtung, wo es lang geht. Komm schon hinterher, jetzt ein Turnus sehr schnell. Und der macht das jetzt wahrscheinlich eh alleine. Ja, ich mach das gerade kurz. Nee, hier Mr. Cockgamer, der fährt jetzt wahrscheinlich alleine dahin, macht jetzt alles alleine. Der Egoist. Ja, und ihr könnt währenddessen ein bisschen Eier schaukeln. Ja, wir fahren ein bisschen durch das Land. Wir feuern dich vom Ufer an. Das große Eier schaukeln, gleich beginnt's. Die neue Werbekampagne, das ist das große Eier schaukeln, jetzt im Kino. Welche Eier schaukeln am heftigsten durch? Welche Eier schaukeln am tiefsten? Ja, wer ist der Älteste? Derjenige, der mein Auto rammen sollte, der wird zurückgelassen an Land. Okay, verstehe ich voll und ganz. Zählt jetzt auch für den Beifahrer. Zählt für alle, die sich in diesem Auto befinden. Aha. Dann töte ich dich. Aber wie sollen die dir in deinem Auto denn das Auto rammen? Upsala. Alter, ich sollte vielleicht mal auf die Straße achten.
Okay. Jetzt hat er es provoziert. Bleib da, sonst snipe ich dich raus, du Sau. Kommst du zurück? Kommst du zurück? Nö, ihr könnt jetzt hier drüben einsteigen. Wenn du jetzt nicht kommst, snipe ich dich. Ach doch. Dann schießt er den Arsch. Dann können wir noch von vorne anfangen. Oh ne, da drauf steht er ja sogar noch, wenn er den Arsch schießt. Nein, das verstehe ich ganz sicher nicht. Ja, jetzt komm zurück. Entweder du kommst jetzt in 10, 9, 8, ja, 7, 6 oder ich snipe dich aus dem Boot. Das war bestimmt intelligent. Das war jetzt sehr, sehr schlau, glaube ich. Oh Gott. Das ist dein Ernst? Kann ich dich, warte, kann ich dich da, warte, ich versuche dich mal reinzuschubsen ins Wasser. Diese Intelligenz von diesem Typen, ey. Ich wollte ihn gerade wegsnipen, aber irgendwie ging das nicht. Weißt du, Ace wollte egoistisch hier ganz vorne hinfahren. Dann tut er einen auf cool, weil er schon Boot hat. Aua! Ich stehe immer im Weg, was soll denn das? Eine Dummheit im Kopf so. Ich will einsteigen ins Boot. Sehr gut! Sehr gut! Jetzt ist mein Wasser, mein Auto im Wasser. Ups, da, sorry. Ich glaube, ich verblute. Ich hab die Tage da auf Boden gelassen. Alter, mit welchem Depp mich ist es? Oh Gott. Entweder du hörst jetzt auf oder ich snipe dich da raus. Jetzt, ja, jetzt okay. Komm wieder her, ey. Ich feuer dich. So. Ich degradiere dich. Jetzt komm doch her, verdammte Kacke. Alter, warum taucht mein Typ die ganze Zeit? Ich komm nicht rein. Du musst jetzt auf die andere Seite, tut mir leid. Deine. Ach so. Geh das ist ja cool. Mann, ist das eine Chaotengruppe, doch. Mann, aber was haben wir erwartet? Wir sind ja auch der Club in die Zelle. Ja, ja. Das Motto eigentlich ziemlich falsch gewählt, weil die Idioten sind ja schon da. Haha. Ja, war schon witzig, ja, ich weiß. So bewegt sich ein Boot auch vorwärts. Ich spring! Also bei mir backst du voll rum, bei mir springst du manchmal in der Luft nochmal. Ja, ja, klar. Vielleicht ist es ja ein fliegendes Boot. Zwei Flügel dran und es fliegt. Warum schreibt da jemand die ganze Zeit männlich oder weiblich? Ach, nur so. Kommst du mal voran? Die Frauen sitzen rechts, die Männer links. Was willst du damit sagen? Dass die Männer rechts sind und die Frauen links, oder was? Ja. Nein, die Männer sitzen ja links und die Frauen rechts. Guck mal, siehst du es nicht? Ist bei euch jetzt auch kein Feld mehr auf einmal? Nee. Warum seht ihr überhaupt? Weil das ist ja logisch. Das weiß man ja auch. Wenn man weiter aus Meer hinausfährt, sind da keine Wellen mehr. Ja klar, das ist nur am Ufer so. Warum seht ihr überhaupt, gleich aus, ihr beiden? Weil wir Zwillingsschwestern sind. Also ich bin dick und ich bin doof und du bist dick und der andere ist schlau und klug. Doof und seid ihr alle. Pack mal ein hinten im Kasten. Schön einpacken, wie wir es gelernt haben, ne? Aber weißt du Bescheid. Im Kasten. Schön an die Bordsteinkante. Ja, ja. Ah, perfekt! Perfekt! Jetzt kommen wir nicht mehr hoch, cool. Ich komm noch hoch. Oh, es geht tatsächlich. Oh, ich komm hier nicht mehr raus. Oh, doch, jetzt. Habt ihr schon begonnen? Schön, ich noch nicht. Ich muss eben noch Waffe auswählen. Macht mal weiter. Ja. Macht ihr die Arbeit? Okay, ich komm zu. Ja. Ja, gut. Dass wir einfach alle dastehen. Ja, ich glaube, der Alarm geht los. We are not under attack.
Oh, das war ich. Upsala, ich entschuldige mich. Tut mir leid. War jetzt nicht so geplant. Ja, tut mir leid. Der war hier, Nimm die Treppe zum Flugdeck. Welche Treppe? Die ganz ja, hinten natürlich. Die ist doch markiert, du Volldepp, Das ist ein unschuldiger Arbeiter, der muss auch dran glauben. Tut mir leid. Ich renn rein! Das Schiff muss gereinigt werden. Von den Schwarzen, was? Was? War die Frau nicht rechts? Ich hatte da irgendwie so ein Piepen auf dem Ohr, warte mal. Ich höre die ganze Zeit so ein Piepen, das geht auf den Sack irgendwann. Ich höre auch so ein Piepen, das sind aber glaube ich auch Stimmen hier. Ach, ich packe jetzt meine Sniper aus und dann geht's los. Könntet ihr demnächst bitte sagen, wenn das irgendwo was explodiert, ne? Nicht, dass wir da irgendwie uns selbst weghauen? Echt, das wäre schon echt blöd. Ich hab den irgendwie in die Eier geschossen. Das wäre echt peinlich. Ja, es wäre nicht nur peinlich, es wäre vielleicht auch ein bisschen beschämend. Ja, ich versuche da noch eine Sache zum Explodieren zu bringen, aber ich glaube, das explodiert nicht. Wäre dieses netten Bombenlager da? Ja, es explodiert nicht. Ich stehe vorne, nicht schießen. Aber da hinten ist noch was, wo explodiert an der Treppe, Vorsicht! Dein! Vorsicht! Ja! Tut mir leid, Freund. Dass du nochmal drauf ballerst, okay? Du kannst vorgehen, ich hab. Jetzt Munitionslager. Jetzt macht man ihn. Ah, ich hab ihn getötet! Oh. Was hier los ist, Mensch? Über so schön ein rotes LED. Ja, hätte ich gern zu Hause hier. Der ist tot. Okay, mir der Pumpgun kommt. Ach, da. Lol, da ist auch ein Eingang. Lol, macht mir die Mission nicht eigentlich nachts? Oder ist das ein Bug? Eigentlich ist sie nachts, ja. Ja, das wundert mich ja gerade, warum hier so hell ist. Echt? Kann man es einstellen? Wusste ich gar nicht. Also ich nehme auf jeden Fall so einen Chat. Die Hydra kann jemand anderes nehmen, wenn er Bock hat. Ich kann die Hydra fliegen, bin ich der Meinung. Ich habe Schläger erreicht. Ich bin jetzt euer Schläger, okay? Schön. So, wo steht denn die Hydra? Da ganz hinten, ne? Ah, ne, ja, da. Ja. Wo ist denn der jetzt? Ist der tot? Da schießt einer. Ich weiß nicht, wo der ist. So, wer fliegt jetzt? Da ist. Ich flieg sie. Okay. Ey, ich schaff das schon. Okay, danke, dass du ihn abgeschossen hast. Der ging mir gerade ein bisschen auf den Sack. Danke, der mein Typ mir kommt, ja. So, ich flieg erst. Jetzt hast du mein Schiff kaputt gemacht, mein Gott. Dein Schiff? Seit wann hast du ein Schiff? Ja, mein Flugschiff. Wohin fliegst du denn? Ich bin extrem scheiße im Fliegen, würde ich anmerken. Dräng dich an. Das ging. Hey, wie geht denn das? Achso, ja, okay. So, also, wir müssen die anderen Hydras platt machen. Ja, super, jetzt hast du mein Schiff kaputt gemacht, ich kann nicht mehr fliegen. Wer war das denn? Wer hat dein Schiff kaputt gemacht? Welches Schiff? Die sind doch alle in der Luft, oder nicht? Ja, schon, aber ich kann es nicht steuern, weil es kaputt ist. Da raucht es hinten. Ich kann nichts machen. Ihr müsst das alleine machen, tut mir leid. Ich kann echt nichts mehr machen. Ja, ist okay, war's eh die große Hilfe so. Also. Was? Ich bitte dich, ich stürze gleich ab, ich kann nicht mehr. Guck, ich stürze ab. Zum Teufel muss ich denn hin? Ich bin abgestürzt. Wir können direkt neu anfangen, ich bin tot. Jetzt sterb doch nicht. Ja, ich bin nur abgestürzt, ich kann nichts mehr machen. Springst du heraus, sodass du es überlebst und dann wenigstens noch irgendwie so im Wasser rumschwimmst, wenn du Langeweile hast. Ja, ich bin so tief gesunken, jetzt bin ich im Arsch. Ja, ganz ehrlich, keine Granaten draußen, weil hast du gesehen, mein Schiff-Ding war kaputt. Das ist doch nicht die ganze Zeit Schiff, das ist ein Jet. Ja, das Jet meine ich doch. Was war das denn jetzt für ein Blutanfall, bitte? Ja, wenn ich hier drauf. Ihr schießt immer auf mein Schiff drauf, ne? Ich meine auf mein Jet. Sorry. Jetzt ist aber mal gut, Junge. Merk dir das. Lachanfall oder was? Papa rastet aus.
Ist ja klar, dass ich Sinkflug mache, wenn es raucht, das Teil. Oh mein Gott. Das ist was zum Explodieren gehen lassen kann. Oh mein Gott. Vor allem jetzt ist das Schiff komplett leer. Ich glaube, wir haben jeden hier drauf umgebracht. Ja, krass. Jetzt geht erst der Alarm los, obwohl wir schon da sind. So, immer schön die anderen Chats machen. Am besten hinter mir direkt. Erstmal gucken, ob alles geht. Fahr weg bei den Dingern nochmal. Geh. Wo muss ich hin? Erstmal alle Jets platt machen. Aber nicht mich. Wir können uns gegenseitig eh nicht anvisieren. Das ist nicht so ein Problem. Alter, es ist so schwer zu steuern, das Teil. Frag mal, wer da hat zwei Munis. Oh, ich wäre fast reingerast in das eine. Oh, wow, oh, was war das? LOL. Achso, wir sind ineinander geflogen. Weil wir haben nicht aufgepasst. Nein, er ist in mich reingecrashed, weil ich nicht geguckt habe, wo er ist. Oh. Ich glaube, wir sollten uns Himmelsrichtungen aufteilen, damit das nicht nochmal passiert oder so. Was ist überhaupt passiert? Ja, ich bin geflogen und Klaus kracht mir voll rein. Also so seitlich in die Seite. Ja, ich bin nicht hier im Fliegen, aber er hat mich wohl getroffen. Wenn ich mit dem Touchpad, wo der Nummernblock drauf ist, der nur eine Taste gleichzeitig zu drücken, ja, Alter. Du fliegst mit einem Touchpad? Wie der ja, ausrastet. Der Nummernblock auf meiner Tastatur ist ein Touchpad, was man auch in eine Uhr, Stoppuhr, Notizblock, Webbrowser und sonstige Anwendungen drauflaufen lassen kann. Okay. Das ist ziemlich dumm. Das Touchpad ist ziemlich genial. Einfach während dem Zocken da drauf die Minimap vom Game da drauf legen. Jetzt mach ihn nicht oder, noch aggressiver. Weil ich während des Spiels auch auf meine Tastatur gucke, ne? So, wir fliegen jetzt los und wir schaffen es diesmal. Okay. Ja, nice. Ich hab mich. Okay, alles klappt. Ne. Rocket ist gut. Rocket? Ja, Rocket! Meine ist von Razer. Ja, ich mag beide Marken. Also. Da kannst du mir jetzt gar nichts sagen. Mir geht's nicht um die Marken, mir geht's. Was hier läuft. Okay. Ich hab mich wieder gefangen. Wie der Coke die ganze Zeit ausrastet. Schlimm, so war's. Es soll auch Spaß machen und nicht zum Ausrasten. Ah! Nein! Ich bin so scheiße! Was ist jetzt passiert? Das ist. Was habt ihr getan? Ich bin aus den zu schnell geflogen und bin den Gegner reingeflogen. Ja, gut. Dezent nicht. Alter, ich glaube, am besten ich fliege einfach nur so normal und mach gar nichts. Ich weiß jetzt was. Du fliegst einfach ganz normal und landest auf dem Festland. Dann steigst du aus, nimmst dir ein Auto und fährst zum Flugplatz, okay? Welchen Flugplatz? Ja, zu unserem Land. Der südliche unten. Oh, ne, ich kann ja nicht dahin fliegen, weil ich muss ja mitfliegen, weil wir müssen ja noch die alle töten da. Und dann ist er. Übrigens, keiner muss zum Treffpunkt. Außer der mit der Hydra, ne? Also bleibt alle in der Luft, oder mit der Hydra muss dann landen. Oder ich fliege einfach weg. Also ich kann ja hinfliegen, wo ich Bock hab, ne? Ja. Warst du das mit der Hydra hier, Klaus, da? Nee, ich bin nicht mit der Hydra. Nee.
Wer fliegt die Hydra? Achso, und dann bin ich hier nicht reingeflogen, weil die Hydra ja langsamer ist. Langsam? Es geht, ne? So. Ja, dann scrimpeln mal die Jets, ist gut. Und immer schön viel in der Luft bleiben. Nicht ins Wasser krachen. Nicht in Gegner krachen. Da muss ich mehr die C-Taste einsetzen, weil sonst rase ich euch wieder rein oder so. Das ist doch dumm einfach, sowas. Das ist ein bisschen arschlochmäßig, die Hydra zu fliegen. Warum braucht man dazu zwei Hände? Macht für mich keinen Sinn. Drei sind weg. Hä, wo sind denn die? Wo sind die Hydras? Ach, da hinten sind die. Die hole ich mir jetzt. So. Einer ist am Abstürzen, gut. Okay, wo seid ihr? Da unten. Ich flieg mal ganz hoch oder so. Kann er mit der Hydra auch kaum ballern. Ich hab einen getroffen. Er ist schon nice. Ich glaube, diesmal wird es was. Ich bin lieber ruhig. Genau. Sonst passiert hier noch was Schlimmes, bevor es überhaupt endet. Echt. Niemals den Abend vor irgendwas anderem loben. Und fliegen hier alle durcheinander? Wäre das hier ein Flugkonzert oder was? Ja. So, wir wollen aus. Hier, gleich drücken wir alle eine Taste, sodass wir eine Rauchwolke setzen. Und dann haben wir hier Mustang. Das war mein Tod. Was, du bist tot? Naja, das war mein Ziel dort, was ich gerade erlebt. Ist er tot? Nee. Scheiße. Alter, das sieht krass aus mit den ganzen Jets. So, einer ist am Abstürzen. Ja, ja, der fliegt runter. Gut, der ist weg. Okay. Mann, ist das eine Geburt, ey. Ich flieg mal so, wie ich kann, ey. Ich werde mit dem Fallschirm abspringen. Lieber nicht. Du musst ja nicht mehr raus. Ich muss das Ding nur landen und das... Okay. Nee, du kannst ja im Senkrechtsflug. Kannst im Senkrechtsflug landen. Boah, ich feier das, ey. Also, ich werde auf dem Weg ein paar Autos abschießen. Mach keinen Scheiß, ey. Ich will das nicht nochmal machen. Ja, aber das war jetzt echt keine Schuld, das gerade eben. Das war echt dumm einfach. Das guckt sich doch keiner an. Ich bin doch einfach nur dumm reingefahren. Genau wegen dieser Dämlichkeit. Die Dämlichkeit. Wir müssen nämlich nur in den Titel irgendwas mit Titten schreiben und dann gucken sich das alle an. Auf meinem Kanal gibt es dann auch schön mit Let's Plays ohne Aggression in der Beschreibung und so weiter. Genau, und dann noch ein Thumbnail, wo welche drauf zu sehen sind. Genau. Also ein Chat. Das weibliche Chat. Und als Tag machst du dann Pro-Gamer oder was? Pro-Gamer. Genau. Mission beim ersten Mal. Nein, als Tech Coke Gamer, okay. So wie er heißt. Musst du landen? Ja. Da unten am Sandy Shore. Yes, genau. So. Dann lande mal. Ich kann ja leider nicht zugucken, oder? Nee. Ich bin zu weit oben in der Luft. Ich könnte mal nach unten fliegen. Nicht hier unten meine Kurven. Ich fliege jetzt direkt drüber und dann gehe ich nur noch runter. Oh, Gott sei Dank zeigt es ja auch an, wo du bist. Du bist unter mir. Ihr seid alle unter mir, ist gut. Schön, wie du landest. Sehr elegant. Ja, ja. Und jetzt kommt der GAU, jetzt explodiert das oder so. Wenn er irgendwie hängen bleibt. Mal ein Stück nach vorn. Warum kann die Hydra rückwärts, der Jet rückwärts fahren?
Ja, ich würde sagen, du bist am Boden, ne? Das Ding ist gelandet. Toll. Super. Jetzt sind wir fertig. Darf ich drehen? Ab in die Sonne. Rückwärts fahren. Warte, ich muss das Ding noch einpacken, glaube ich, ne? Ich fahre jetzt zum Mount Chiliad. Ich fliege, meine ich. Kann ich das Ding denn nur fahren, bitte? Mit WSAD oder nicht? Nee, SE. Da heb ich ab. Ja, du. Warte. Dann musst du mit der 4 und der 6. Ja. Muss ich da rein? Ja. Fahr da rein. Also, ich flieg zum Mond. Wollt ihr mit? Bam! Yay! Ich bin nur ein bisschen schießend über das Flugfeld gerollt. Hab's geschafft. Mann, war das krass. Geschafft. Das war jetzt echt hart, ey. Übrigens jetzt bei 26 Minuten. Ja, zwei Teile. Ich schneide das sowieso in zwei Teile. Passt dann. Ja. Lass es fallen, Lappen da hinten. Lass es fallen. Wir haben uns so Mühe gegeben. Wenn es kaputt ist, müssen wir es nochmal machen. Dann nee, dann dürfen die das wiederholen. Pope ist heute geladen. Nice. Ich würde sagen, mit Bravour bestanden. Das ist die Hydra, dieser Stand rechts. Ja, sieht aus wie ein Jet. Nur, dass es ein Gerät starten kann. Ja. Ja. Geiles Flugzeug, echt. Super. Ich bin Gold, obwohl ich ein paar Mal gefällt habe, egal. Ja. Passt die schon. Der Co-Gamer ist letzter, das reicht dann. Das dann. Können wir uns nicht bitte darauf einigen, dass alle gleich gut waren? Nein. So. Nein. Ja, ist ja voll am Rauchen, okay. Erstmal eine Kippe rauchen und jetzt abhauen. Richtig scheiße von euch. Alter, du Penner! Ja, und damit würde ich mal sagen, tschüss, kostet gut. Bis zur nächsten Folge. So, ein Hurensohn! Du Schwein, du. Ja, aber. Ja. Ja. Tschüss. Ciao, bis zur nächsten Folge. Haut da rein.